Hey, Danis hier. Willkommen zu Nothing Else Matters in 10 Minuten. Das weltbekannte Riff muss jeder auf der Gitarre mal ausgecheckt haben. Ich möchte in diesem Video dir die verschiedenen Parts von dem Song näher bringen und dir alles zeigen, was du brauchst, damit du zu dem Song mitzocken kannst, da eventuell sogar mitsingen kannst, wenn du da Bock drauf hast, und das Ganze schön komprimiert aufs Wesentliche. Ich habe auch ein umfangreiches Tutorial für all die, die jedes Detail von dem Song kennenlernen möchten, inklusive des fetten Solos auf der E-Gitarre. Schau mal in der Videobeschreibung dafür da vorbei. In der Videobeschreibung findet ihr außerdem noch meinen kostenlosen Crashkurs. Der wird euch helfen, sämtliche Tutorials, die ihr hier auf meinem Channel lernt, gut verarbeiten zu können, gut damit klarzukommen. Da lernt ihr alles, was ihr braucht, um auf der Gitarre direkt loszulegen, egal ob akustische oder E-Gitarre. Lohnt sich, da vorbeizuschauen. Und jetzt geht's los. Ich habe davon gesprochen, das Stück in verschiedene Parts zu unterteilen, beziehungsweise euch klarzumachen, was das Wesentliche daran ist. Das Intro, was jeder kennt, ist letzten Endes schnell erklärt. Das ist der erste Teil des Ganzen. Wir schlagen die tiefe E-Seite an. Das ist die dicke, fette Seite, die euch hier am nächsten ist. Einmal. Dann hüpfen wir weiter zur dritten Seite von unten, zur G-Seite. Dann die zweite von unten, die H-Seite. Und die unterste Seite, das ist die E-Seite. Und dann das Ganze wieder rückwärts. H, G. Also, E-Seite, G, H, E. H, G. So, das ist aber jetzt natürlich nicht alles, was es in diesem Lied zu lernen gibt, sondern geht es, wenn wir das insgesamt viermal gespielt haben, los mit den Akkorden, worüber dann auch noch eine Solo-Gitarre läuft. Und das geht wie folgt. Wir starten mit E-Moll. Ich spiele das Ganze nochmal vorab. Und das vierte Mal. Und jetzt geht's mit E-Moll los. Wechseln wir zu C-Dur, zu D-Dur und spielen wieder E-Moll. Und nochmal E-Moll. Und nochmal. So, die verschiedenen Akkorde schnell erklärt. E-Moll in den zweiten Bund auf der A-Seite den Zeigefinger, zweiter Bund D-Seite den Mittelfinger. Und das Schlagmuster möchte ich euch jetzt mit Hilfe dieses Akkords auch zeigen. Ihr schlagt runter, hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, hoch. Also wir starten mit einem Abschlag, dann hoch, runter, hoch. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Runter. Und eine sinnvolle Übung dazu ist es, um den Überblick zu behalten, dabei mal zu versuchen mitzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadurch kann man einfach besser das Verständnis dafür entwickeln, wie oft welcher Akkord gespielt wird. Also, das Intro jetzt nochmal komplett. Akkorde kennt ihr jetzt und ich versuche dann auch mitzuzählen. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderschöner 6/8-Takt. Aber
Das ist der erste Teil des Intros. Weiter geht es dann mit den Akkorden, die dann aber auch in der Strophe benutzt werden. Das ist sozusagen der zweite Teil vom Intro. Da ist es immer noch instrumental, was da geschieht. Und die Akkorde gehen wie folgt. Das sind, wie gesagt, die Akkorde, die auch für die Strophen benutzt werden. So, wir starten wieder mit E-Moll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Für einen Takt. Dann geht es auf D-Dur. 1, 2, 3, 4, 5, auf C-Dur. Wieder E-Moll. C-Dur und das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht es auf G-Dur. Den greife ich in diesem Fall so. Mittelfinger in den dritten Bund auf der E-Seite und der Ring und der kleine Finger im dritten Bund auf der H- und auf der E-Seite. Und dämpfe die A-Seite hier mit dem Mittelfinger noch zusätzlich ab. Dass das so klingt. Wechsel dann auf H7. Da rutsche ich mit dem kleinen Finger hier in den zweiten Bund als Ankerpunkt sozusagen. Den Ringfinger in den zweiten Bund auf der G-Seite, das ist die dritte von unten, und den Mittelfinger in den zweiten Bund auf der A-Seite und den Zeigefinger in den ersten Bund auf der D-Seite. Und dann geht es wieder zurück zu E-Moll. Zwei Takte. Den Wechsel zwischen G und H7 würde ich an eurer Stelle, wenn er neu für euch ist, erstmal trocken üben, dass ihr wisst, wohin mit den Fingern. Das ist übrigens ganz normal, wenn das am Anfang überhaupt nicht klappt. Ich meine wirklich gar nicht. Das ist vollkommen normal. Ist ein recht komplexer Wechsel von G zu H7 rüberzukommen. Ja, das erstmal trocken machen, G, H7, G, H7. Das macht ihr 200 Mal, diesen Wechsel. Trocken und dann kann man mitspielen, erstmal ohne den kompletten Rhythmus da zu benutzen, sondern erstmal nur einmal anschlagen, G-Dur und rüber zu H7. Und das versucht ihr dann so schnell zu hinzubekommen, wie es geht. Und dann baut ihr den zweite Teil des Intros war das. Jetzt geht die Strophe los. So close, no matter how far. E-Moll, wieder. Much more than the heart sings. Nochmal E-Moll. Forever trust in D und dann zu C wieder. Und dann wieder G. Und H7 als E-Moll. Nochmal E-Moll, nächste Strophe ist Open My D, this free C. E-Moll is ours, we live it, D, waste C. E-Moll, all these words I don't say. Wieder G und H7 else matters. Dann kommt noch eine Strophe, die genauso abläuft und dann wechseln wir mit am Schluss einem Akkord E-Moll weniger in den Refrain. Wir kommen also zum dritten Part hier schon und dann ist das Stück im Prinzip gegessen. Und dann müsst ihr nur noch wissen, wann welcher Part kommt. Ist aber einfach zu erkennen, weil es dann losgeht im Refrain mit C, C-Dur wieder, kennt ihr schon, dann zu A-Dur. Komplizierter Akkord an dieser Stelle, vor allem dieser Wechsel, weil man hier mit A-Dur sich ein bisschen quetschen muss. Im zweiten Bund auf der D-Seite mit dem Zeigefinger, zweiten Bund auf der G-Seite mit dem Mittelfinger und im zweiten Bund auf der H-Seite mit dem Ringfinger. Ja, das kann er schon gerne mal ein bisschen knarzen, ganz normal. Von C-Dur, dann auf A-Dur und dann auf D-Dur. Also. Never cared for what they'd say. Never cared for what they'd say. But I am all. I'm not a
dann geht es wieder mit einer Strophe weiter, dann geht es wieder in den Refrain und dann kommen wir wieder zu den Intro-Akkorden, die ich am Anfang erklärt habe für das erste leise Solo-Instrumental-Part wieder an der Stelle. Danach geht es wieder in eine Strophe, die zweimal gespielt wird, wieder in einen Refrain, der dann auch zweimal gespielt wird und dann kommen wir zum lauten E-Gitarren-Solo, das wieder mit den Strophenakkorden gespielt wird und dann kommt tatsächlich nochmal eine Strophe hinten dran. Also ihr merkt, es ist unglaublich viel von diesen Strophenakkorden da am Start und ich möchte jetzt hier was zeigen. Sorry, vorweg noch, das Outro nach der allerletzten Strophe ist nur noch E-Moll. Bisschen Fade-Out, wird immer leiser. Läuft noch die Solo-Gitarre drüber, die so ein bisschen... Das zeige ich aber auch in meinem umfangreichen Tutorial, wie gesagt, in der Videobeschreibung zu finden. Ich wollte noch euch was Cooles zeigen, was ihr noch einbauen könnt, damit euch diese ganzen ewigen Strophendurchläufe nicht irgendwann zum Hals raushängen. Da ist nämlich ein ziemlich cooler Lauf drin, der unglaublich Bock macht zu spielen. Also Strophe nochmal. Zu D, von E-Moll zu D und dann zu C. Bevor es dann wieder zu E-Moll geht, könnt ihr vom C hier so einen Lauf über die E-Seite spielen. Den mache ich hier im dritten Bund mit dem Mittelfinger. Auf der E-Seite, dann mit dem Zeigefinger den zweiten Bund auf der E-Seite und dann kommt der E-Moll-Akkord. Also nochmal. E-Moll, D. Und schlagt ihr C an und dann 3, 2 und wieder E-Moll. D, C. Lauf und wieder E-Moll. Nochmal. Ich schlage dann C einmal runter und einmal diesen Aufschlag. Bevor ich dann aber wieder runter hochschlage, mache ich dafür dann diesen Lauf. E-Moll, D, C, Lauf. Und wieder E-Moll. D, C, Lauf. Bevor es dann zum G geht, kommt der Lauf aber nicht. Beispiel für die Strophe damit. Das als kleine Variante für die Fortgeschrittenen da draußen. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video, konntet viel mitnehmen, um die Struktur von dem Song zu verstehen, einen Überblick zu bekommen, um Musik zu machen. Weil das ist das, worum es geht und dass man einfach weiß, was als nächstes kommt. Es ist eine wichtige Sache, dass der Kopf die Fingerchen steuert. Und nochmal, um darauf zurückzukommen, wenn ihr Schwierigkeiten haben solltet, jetzt mit diesem Tutorial überhaupt mit grundlegenden Sachen auf der Gitarre, ich empfehle euch, in der Videobeschreibung zu schauen. Da findet ihr meinen Crashkurs, kostenlose Lektionen für Anfänger. Da mal vorbeischauen, egal ob akustische oder E-Gitarre. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao!